Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, es ist ein DLC rausgekommen und zwar ja, die Vampirküste. Und ich habe jetzt hier mal, ja, als kurzer zusammen, jetzt will einfach mal kurz über die neuen Einheiten gucken. Das ist immer so das, was mich immer auch so interessiert. Ich finde die, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, die muss ich haben, die sind einfach geil. So, das haben wir hier so halbe. Ich habe mal einen Trailer gesehen, ich glaube, da habe ich schon die aufgewertete Variante genommen. Nachtangst. Leitheimsucher. Die haben wohl ihre eigenen Beine gefressen und laufen lieber mit den offenen Gedärmen rum. Dann, was haben wir hier? Die finde ich ja auch cool. Horde Zombie-Piraten-Artillerie. Handkanonen. Sieht das wie Schrot aus. Dann haben wir hier meinen Liebling. Also den finde ich geil. Den hätte ich auch echt gerne als Modell. Der heißt Geschossmonster. Ah ne. Schafottriese. Necrofex-Koloss. Der ist einfach geil. Da sind auch noch Zombies drauf. Wie geil ist das denn? Finde ich cool. Ja, hier haben wir einfach Zombies mit, wie heißen die? Horde Zombie-Piraten. Ach, Pistolengeschoss, Infanterie, okay. Was haben wir hier? Hier war schon die dicken Wurm. Was ist denn das denn bitte? So Kanon? Ah, da rennen auch immer die Leute mit Munition gleich hinterher. Nice. Deckschützen voraus. So, hier haben wir wieder, habe ich die. Ach, hier sind Bomber. Die schmeißen quasi Granaten. Solche Einheiten liebe ich ja seit dem Samurai-Spiel bei Total War. So, Artilleriehorde. Verwesener Probetaner. Oh, die schießen hier irgendwas von. Die haben da Kanonen drauf, oder was? Die haben so ein. Ich hatte erst so Schildkröte. Doch, sieht so ein bisschen aus. Bin gespannt. Ich bin gespannt, was das bringt. Dann habe ich noch welche. Ne, ist dieselbe Einheit. Dann gucken wir mal weiter. So, die gehören auch noch dazu. Oh. Die passen da ja gar nicht rein. Mit ihrer goldenen Rüstung. Da, Gold, Silber. Helm sieht aber cool aus. Leider haben alle diesen Helm. Wächter der Tiefe. Sehen cool aus. Gefallen mir. ja, Zombie-Piraten-Deckarbeiter mit Stangenwaffen. Wahrscheinlich gut gegen Kavallerie. Ich weiß es nicht. Hier haben wir nochmal hübsche. Die sind jetzt aber rot-grün. Bitte so Monster in der Rüstung. Sieht auch nicht schlecht aus, aber die passen mir nicht ins Konzept. Oh. Klone? Ne, sind Sirenen. Die gefallen mir nicht so. Ich gehe jetzt nur davon aus, was sie können. Das lernen wir ja eh erst in der Kampagne kennen. Doppelschwerter. Zombie-Piraten. Oh, der gefällt mir auch. Der hat auch einen Teil vom Schiff drauf. Das finde ich gut. So, da haben wir dieselben Vampire wie ganz links außen. Mit Stangenwaffen. Also die Zombie-Pump hier Deckarbeiter kommen auch häufig vor. Die sind aber ein bisschen aufgerüstet. Okay. So, Komma Kanonen. Ich liebe Kanonen. Das sind hier Mörser. Genau. Belagerungsartillerie sieht nach Mörser aus. Mir, wenn ich das als Modell hätte, würde ich diese Stange davor weglassen. Sieht ein bisschen Kasperkram aus. Den Harkorn fand ich auch ganz cool im Trailer. Was ist das denn? Die gehören zur Mörser-Crew. Ja, und guckt euch das hier an. Das ist eine mächtige Bombarde.
weiß nicht, wie man das sonst nennen sollte. Krasses Ding. Wie heißt du überhaupt? Queen Bess. Und hat auch ganz viele Leute. Wie sollen die das nachladen? Der Teil. Aber sieht Hammer aus. Sieht Hammer aus. Also dieses DLC gefällt mir schon sehr gut. Bei den Einheiten her. Oh, was haben wir denn da? Jagdschrei Fledermausbestie. Oh, ein bisschen verbrannt, ein bisschen tot. Gefällt mir. Wir haben auch normale Fledermäuse, habe ich jetzt aber nicht reingenommen. Und dann haben wir von denen hier verschiedene Varianten mit Granaten schmeißen oder nicht. Aber die haben da ja auch noch Zombies drunter. Okay. Ja, ach, ich heb mir die Überraschung auf. Ich wollte jetzt nur ein klein mal zeigen, was es so für Einheiten gibt. Wie gesagt, ist... Oh, der Flamer. Habe ich den falschen? Ich dachte, der kann eine Kanone schießen. Ach komm, wir starten das Gefecht. Ich will einfach nur mal sehen, was die so können, ne? Oh, der kann schon schießen. Schon in Reichweite. Boah, mächtig. Und da kommt, glaube ich, der Große. Da kommt der Große. Ich bin mal gespannt, was da für einen Schaden macht. Alter. Das Ding ist ja der Hammer. Ja, der stört hier. Gerne. Ach, hier sind ja auch noch Geschützdinger. Reicher, wenn wir die auf die schießen. Das ist ja geil. So, dann versuchen wir mit unseren Bombenfledermäusen einfach mal auf die Geschosskammer. Dann müssen wir gucken, was da passiert. Ich will jetzt hier nicht gewinnen. Ich will einfach nur mal gucken, was so die Einheiten machen. Das ist so der einzige Sinn, ob ich das mache. Weil wenn wir in der Kampagne sind, müssen wir lange warten. Boah, ich finde das Teil Hammer. Ja gut, dann kommt da hin. Ah, die werden schon beschossen. Ist ja nicht so schlimm. Die sind echt tot. Ah, die werden betäubt oder so. Ja, sind echt tot. Egal. Ist das so schlimm? Kanonen! Hier sind keine Kanonen, oder? Ja, so. Feuer! Große Bombarde! Feuer! Ich finde das geil. So. Wir schaffen es echt, die Einheit zum Laufen zu bringen. Das ist Hammer. Hammer. So, jetzt können die mal schießen, die anderen da. Oh, nur Pistolen halt, ne? Passiert nicht viel. Der Flamer legt gleich los. Das Krabbenmonster schicken wir jetzt mal rein da. Nicht zusehen. Mr. Flame, einmal Flame bitte. Nicht schlecht. Oh, wir haben die Krabbe verpasst. Geil. Das Ding ist einfach nur sagenhaft geil. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Kanone. Feuer. Mörser. Feuer. Und da sehen wir jetzt, wie viel rein? Wie viel rein? Wir werden sie alle töten!
Yes, das Ding ist einfach nur geil, kann man immer sagen, was er will. Alter, ich liebe das Teil, davon will ich mehr haben. Drei Stück oder so. Oh, der Flamer, was kann der noch heute machen? Ne, schade. Ey, die rambolen das da aus, das glaubst du gar nicht. Ja gut, wir werden da überrannt, das alles ist so schlimm. Ja, wir werden verlieren, kläglich. Aber mir ging es jetzt nur, um euch mal kurz zu zeigen, wie die Einheiten aussehen, ungefähr was sie können und wie man sich da eine Armee aufstellt. Jetzt müssen wir dann mal gucken. Oh, die große Bombarde haben sie kaputt gemacht. Die Schweine! Run! Ihr Schweine! Tötet sie alle! Tötet sie alle! Ja, der große Flammenwerfer ist gleich kaputt, ne? Komm mal schnell hier rein. Ja, das war's. Wir haben auch verloren, definitiv. Die Menschen machen uns fertig. Ja, wie gesagt, ich wollte euch nur kurz zeigen, wie die neuen Einheiten aussehen. Ich werde jetzt gleich die Kampagne anfangen. Ich packe das einfach, ja, ich weiß nicht, ob ich das zusammenschneide, als einzelnes Video. Einfach nur mal so, ich wollte euch nur mal zeigen, wie die Einheiten aussehen, für die, die noch überlegen, ob ihr es kauft oder nicht. Und ja, mehr war, das war schon. Ne? Ihr könnt mich gerne liken, kommentieren, das würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein. Bis zum nächsten Mal, ciao.